meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer gemeinsamen Me-Time. Ich habe gerade das Video über meine Bronzer-Sammlung abgedreht und dann habe ich mir gedacht, komm, dann nehmen wir die Blushes noch hinzu, weil so viele sind es tatsächlich nicht. Und wenn dich das interessiert, dann würde ich mich freuen, wenn du dran bleibst und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. So langweilig wird am Anfang das Wichtigste. Ihr wisst es, wenn du neu bei mir bist, würde ich mich über ein Abo freuen. Und wenn du wieder eingeschaltet hast, schön, dass du da bist. Ich habe tatsächlich, ich war jetzt ein bisschen entsetzt, 4 Blushes. Ich habe normalerweise nur einen oder zwei. Und dann dachte ich mir, das Video wird nicht so lang und das zeige ich euch jetzt einfach. Ich habe einen in Anwendung, einen neu dazugekommen und bei den anderen weiß ich noch nicht. Bei meinem Bronzer-Video ist tatsächlich ein Produkt gegangen und jetzt schauen wir mal, ob hier auch eins geht. In Verwendung habe ich nämlich momentan von Art Deco Blusher dieses schöne Schätzchen. Das war mal in irgendein Tausch- und Trash-Paket und bei Art Deco ist es ja so, du hast hier diese Teile, die magnetisch sind und die kommen dann in so Boxen rein. Der Farbton ist sehr schön, aber, also das ist die Farbe, man sieht es fast gar nicht. Er ist wirklich sehr leicht, ich habe ihn auch heute drauf, aber ich habe keine Lust, mir extra so eine Box zu kaufen und auch dieses mit diesen Auf- und Zuschieben, was natürlich dann somit wahrscheinlich wegfallen würde, das nervt mich einfach. Ich bin eigentlich froh, wenn der alle ist. Zum Entsorgen ist er mir zu schade, weil ich ihn eigentlich ganz gerne verwende, aber ich finde halt, ich weiß nicht, wo der herkam, ob der im Trash-Paket war. So kommt sogar aus Karlsfeld, das ist bei uns in der Nähe. Ich finde halt einfach so eine einzelnen Geschichten schwierig. Ja, nehme halt nicht gern. Also die Farbe ist schön, aber ich nehme halt nicht gern, weil er so unpraktisch ist. Das nächste Produkt habe ich von der lieben Jenny aus unserem Tauschpaket und zwar von Kiku Milano. Und das Packaging finde ich so schön und ich habe mich so gefreut. Und da habe ich noch gedacht, Mensch, der Farbton ist schon sehr rosé, aber ich finde ihn einfach schön. Bei dem ist es tatsächlich so, dass da das Packaging bei mir greift. Das ist Mood Boost Radiant Blush 03 Perfect Mauve. Okay, Mauve ist eigentlich für mich eine andere Farbe, aber ich finde den Farbton sehr schön und ich freue mich eigentlich, den zu testen, zu probieren. Und nur allein am Packaging, muss ich sagen, hat es mir gefallen. Da sieht man mal, hier ist der Farbton schön, aber die Umverpackung einfach Mist. Und hier ist es nicht hundertprozentig, aber nur allein, weil die Umverpackung schön ist, würde ich es mir tatsächlich nachkaufen. So, und das nächste Produkt hatte ich tatsächlich schon, und zwar von Essence Blush. Und zwar, den habe ich tatsächlich eine ganze Weile genommen, wo ich mit Schminken mehr oder weniger angefangen habe wieder. Er ist sehr krawallig, aber den verwende ich tatsächlich im Sommer. Da nehme ich einfach so einen dicken Pinsel und mache mir den nur als, wie heißt denn, als Lidschatten drauf. Und dann habe ich noch auf die Wangen ein bisschen, mache mir einen Gloss auf die Lippen. Und das reicht mir im Sommer tatsächlich mit einer leichten BB-Cream als komplettes Make-up. Und deswegen werde ich den im Sommer echt gerne verwenden. Und ja, also es ist ein schöner Farbton, Beloved Nummer 40, gefällt mir richtig gut, aber der wird im Sommer zum Einsatz kommen. Und der nächste, ich meine, den hatte ich aus unserem Tausch- und Trash-Paket von Unique, eine LE Spirit, kriege ich gar nicht auf. Der ist ähnlich vom Farbton, also wenn man das mal vergleicht, fast ähnlich, gell? Da war eigentlich nur mein Sammlerherz wieder am Start, aber auch diesen werde ich dann mal im Sommer verwenden. Meine Freundin, die liebe Marion, die nimmt auch oder hat zumindest die Produkte vertrieben und hat den auch ganz gerne verwendet. Ich finde es eine sehr schöne Sommerfarbe. Vielleicht werde ich ihn tatsächlich auch als Lidschatten verwenden, aber das weiß ich noch nicht. Wie gesagt, das sind meine 4 Blushes, die ich habe, überhaupt nicht spektakulär, keine High-End-Produkte. Ja, also ich hatte mal überlegt, mir nochmal einen zu kaufen, aber nachdem ich auch hier gerne Produkte aufbrauche, wird es schwierig, wenn ich mir Produkte halt einfach in den Schrank lege.
Wir reden hier nicht, dass ich teure Lidschattenpaletten im Schrank habe, die ich nicht benutze. Bei solchen Sachen, das sind für mich Alltagsprodukte, die ich gerne aufbrauche, wo ich auch nicht so gerne viel ansammle, weil ich tatsächlich da auch immer den gleichen dann nehme. Mir ist es von Rival de Loop tatsächlich beim Highlighter so gegangen, dass der dann so trocken war nach einer Weile oder einfach zu alt war. Dann habe ich den auch nicht mehr gerne verwendet. Deswegen nehme ich solche Produkte immer gerne kaufen, verwenden, aufbrauchen, fertig, aus die Maus. Und genau, also wie gesagt, das war eigentlich meine Sammlung von meinen Blushes. Total riesig. Schreibt es mir mal, ob ihr den einen oder anderen kennt oder selber habt. Oder schreibt es mir auch gerne, wenn ihr mir einen empfiehlt. Am besten gleich mit einer Verlinkung. Dann schaue ich da auch mal. Also ich lasse mich da gerne auch von euch beraten. Oder wenn ihr sagt, Mensch, diese Marke, das ist dein Highlight, das kaufst du dir zur Black Friday Week oder so, dann schaue ich da natürlich auch gerne mal rein. Wie gesagt, ich bin ein Markenjunkie, hier jetzt vielleicht nicht, aber von Dior, Chanel, Gucci, die Sachen würde ich mir natürlich auch kaufen. Aber ob es dann immer sein muss, ist eine andere Frage. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen, meine kleine Sammlung von Blushes, und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin bleibt mir schön gesund, eure Heike.